Willkommen Leute zu einem neuen Unboxing-Video von mir. Ich habe gestern am 10.10.2014 pünktlich zum Release Skylanders Trap Team erhalten. Und hier sehen wir schon mal die Vorderseite der Verpackung. Hier steht, erwecke die Skylander zum Leben. Skylanders Trap Team, zwei Möglichkeiten zu spielen. Und noch die zusätzlichen Inhalte, die da noch halt mit drin sind in diesem Päckchen. Dann wäre zum einen Food Fight, den werde ich gleich noch auspacken und richtig anzeigen. Das ist eine Figur, mit der man spielen kann. Und Snapshot, ebenfalls eine Figur, mit der man spielen kann. Die werde ich euch auch zeigen. Und hier unten steht noch, enthält neues Spiel und neues Traptonium Portal. Ist ab 6 Jahren freigegeben, laut der USK. Das handelt sich hier um ein sogenanntes Starter Pack. Moment, ich mache es mal scharf, wie es hier unten steht. Und das Coole an dem Spiel ist, da unten steht's, fange und spiele Schurken. Dazu gibt es diese Falle, das ist eine Wasserfalle. Damit kann man Gegner vom Element Wasser fangen und diese dann zur Hilfe rufen und diese auch spielen für eine bestimmte Zeit. Und noch eine Lebensfalle. Dann gab es noch als Pre-Order-Bonus von Amazon dieses Teil hier, ist auch eine Lebensfalle. Die nennt sich, Moment, ich zoome mal rein. Ja, wirst du wohl. Rio Shield Shredder. Genau, das ist diese noch eine Lebensfalle, die ich kostenlos dazu bekommen habe. Finde ich ganz cool für die Vorbestellung. Gleich mal so ein neues Ding. Wie sieht denn das von hinten aus? Was steht denn da so Schönes? Zur Verwendung mit dem Videospiel. Ah ja. Ja, und da ist noch so ein bisschen. Zick, auf die Falle. Monster einfangen und dann mit dem Monster spielen. Genau. So, dann zeige ich euch mal noch die andere Seite. Halt, bleibst du wohl stehen. So, was steht hier? Ebenfalls erhältlich. Erweitere deine Spieleerfahrung. Adventure Packs, der Nightmare Express. Und dann noch, ja genau, das gehört dazu. Blades, Piggy Bank und Hand of Fate. Und dann noch spezielle Dinger. Fallen, Sammel, Steckfach enthalten. Oh, cool. Finde ich echt cool. Aber wohl nicht in dem Ding, sondern in den Adventure Packs, genau. Adventure Packs und Fallen separat erhältlich, steht hier. Was gibt es denn auf dieser Seite? Hier steht alles drin, was so drin ist. Genau, hier sieht man nochmal, das ist die PS4-Version, die ich habe. Dann wirst du wohl scharf. Enthalten ist das Videospiel, Charakterposter, ein brandneues Traptonium-Portal, oder Traptonium, nee, Trap ist richtig. Dann, ach doch, das Fallen, Sammelsteckfach ist doch dabei. Zwei Skylander-Figuren, die sogenannten Trap Master, zwei Fallen, zwei Sammelkarten und zwei Aufkleberbogen mit Geheimcodes. Erwecke Spielzeug zum Leben. Ja genau, man nimmt das Teil, setzt es auf das Traptonium-Portal, beziehungsweise einfach nur aufs Portal und dann kann man mit dem Ding auch gleich spielen. So, was zeigt die Rückseite? Wirst du wohl scharf? Genau, hier steht es nochmal, nehmen, aufs Portal setzen und dann als Figur spielen. Man kann, je nachdem, wenn man mehrere hat, also es ist ja jetzt sozusagen Teil 4 des Trap Team. Das erste war Skylanders Spyro's Adventure, danach kam, gab Skylanders Giants, wenn ich mich richtig erinnere, danach Swap Force und eben das hier. Man kann von den alten Spielen die Figuren benutzen. Aber spezielle Türen lassen sich nur mit den neuen Trapmastern öffnen. Ja, das ist, geht wahrscheinlich wieder darum, dass dieses Spiel hier für Activision, hier steht's, Activision ist der Publisher, ja, Gelddruckmaschine ist dieses Spiel. Denn es ist wirklich sehr beliebt und hat auch schon sehr viel Einnahmen Activision gebracht. Und ich habe eigentlich nur Skylanders Spyro's Adventure gespielt. Auch nur kurz, weiß nicht warum. Ja, und da habe ich gedacht, ach, es wird mal wieder Zeit für ein neues, für einen neuen Plattformer, beziehungsweise ein neues Jump'n'Run, Action-Adventure, wie auch immer. Und da habe ich mir gedacht, holst du dir halt jetzt einfach mal das Neueste. Und da ist diese Lebensfalle da umsonst gab, habe ich gedacht, dann bestelle ich gleich bei Amazon und gucke. Genau, hier steht noch, fange und spiele Schurken. Einfach auf das Podest setzen, den Schurken fangen und dann als Schurke spielen. Das ist übrigens, glaube ich, dieser Chaos oder wie der heißt, ein richtiger Bösewicht. So, fang Böses, entfessel Gutes. Chaos hat die Mauern des gefürchteten Wolkenknacker-Knasts gesprengt und damit die schlimmsten Schurken der Skylands befreit. Es liegt an dir und den Skylandern, sie zu finden und wieder einzufangen. Mit Hilfe von Traptonium, einem magischen Material, das sich die Kraft der Elemente zunutze macht, verfügst du
über die unglaubliche Fähigkeit, die Schurken einzufangen und sie in die Skylands zurückzuschicken, wo sie für dich kämpfen. Erlebe das ultimative Abenteuer, bei dem du die Skylands erkundest und die entflohenen Schurken verfolgst. So, entdecke eine mystische neue Welt. Erlebe ein episches neues Abenteuer. Fange und spiele einen Schurken. Spiele mit Freunden. Beweise dein Können bei lustigen Minispielen. Und was gibt's hier noch? Eigenschaften. Genau, brandneues Treptonium-Portal. Trapmaster Skylander sind die ultimativen Fallenmeister. Skylander, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften. Besiege und fange mehr als 40 Schurken in Fallen ein. Alle Skylander können einfangen. Spiele mit deinen Freunden. Genau, es gibt jetzt so einen Koop-Modus quasi bei dem Spiel. So, hier ist jetzt erstmal das Trap-Team. Snapshot, Lobster, Tidal Wave, Gilgrunt, Echo, Flipwreck, Fumbling, was ist das? Gilgrunt, ja. Tough Luck, Bushwack oder Wack, Sure Shot, Shroom Boom, Food Fight, High Five, Whisper Elf und Barclay. Und was steht hier noch? Alle Spielzeuge aus Skylanders Spyro's Adventure, Skylanders Giants und Skylanders Swap Force funktionieren auch im Skylanders Trap Team Spiel. Genau, das wissen wir ja bereits. Ich mach's nochmal scharf. Jetzt von oben. Ich drehe es mal ein bisschen rum. Skylanders Trap Team. Und das war oben. Und das unten, das juckt ja eh nicht, was da drauf steht. Bla bla bla. Enthält ein Videospiel, zwei Skylander-Figuren, zwei Fallen. Ein Fallen. Ja, das wissen wir ja schon. Habe ich ja schon vorgelesen. So. Und ich habe natürlich ein Messerchen. Schulte Ufer. Denn hier ist so ein Aufkleber drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das glänzt so im Video. Ich denke mal, man sieht es. Ja. Und damit. Moment, ich schneide ich das jetzt auf. Ich hoffe nur, das geht. Moment, ich hebe mal die Kamera ein bisschen anders. Es ist offen, Leute. Oh mein Gott, ich packe es aus. Ich muss mal wieder reinriechen, wie das riecht. Moment. Naja, es riecht nach normalem Karton, würde ich sagen. Ich hole jetzt mal den Inhalt raus. Komm schon. Wirst du wohl. Ich habe es. Ich habe es. So. 59, 99 oder 95 hat mich dieses Pack gekostet. Hier sieht man das Streptonium-Portal. Das hole ich gleich mal raus. Ah, ich bin von Skylanders Spyro's Adventure eigentlich ein kabelloses Portal. Also da gab es so einen USB-Empfänger, den man in die Konsole steckt und eben das Portal kabellos bedienen konnte. Aber das ist bei diesem wohl nicht der Fall. Ich glaube, das ist auch bei Giants und bei Swap Force schon so gewesen. Jetzt kriege ich nicht raus, das ist natürlich peinlich. Das ist nicht mehr wireless, sondern wired war. Ich hoffe nur, das Kabel ist lang genug. Es kommt schon. Ich werde es ja wohl rauskriegen. Ich lege euch gleich ganz kurz ab, Leute. Ich ziehe es nur mal kurz raus. Einen Moment. Es ging leichter als erwartet. So, hier kabelgebundenes Treptonium-Portal. Leuchtet wahrscheinlich auch, weil es so durchsichtig ist. Das Lustige ist, hier ist ein Lautsprecher drin. Das heißt, wenn man hier jetzt eine Falle reinsetzt, ich zeige euch das mal. Ich hole jetzt hier mal zum Beispiel diese Wasserfalle raus. Na komm. So, und dann das Portal und es... Falle ist drinne. Und wenn da jetzt ein Schurke gefangen wäre, dann würde man den hier über den Lautsprecher hören. Die würden dann auch lustige Kommentare von sich geben, während man im Spiel unterwegs ist. Finde ich ganz lustig. Jetzt hole ich gerade noch die grüne Lebensfalle raus und zeige sie euch nochmal richtig. Ich hoffe, es ist scharf, das Bild. Es geht. Moment mal. Jetzt ist es scharf. So sieht die Falle aus. Wird von dem Portal erkannt. Ich zeige euch nochmal die hier. Na, jetzt ist echt cool. Sieht böse aus, die Falle. Aber wenn sie drin sitzt, zack. Halt, jetzt, na, so kommt es rein. Ich kann es auch mal aus der Position zeigen. Yay! Yeah. Nein, ich denke nicht pervers. Weil sowas. So, jetzt hole ich gerade mal den einen Skylander raus. Yeah, so sehen die Figürchen aus. Sind cool bemalt. Sieht richtig schick aus, die Figur. Unten ist so ein Speicherding. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause spielt und ein Kumpel hat das Spiel auch,
Aber er hat keine Ahnung. Irgendwie fehlt ihm der Skylander, aber kann gar nicht sein. Egal. Kann man einfach den mitnehmen, wenn der zum Beispiel jetzt auf einer hohen Stufe ist und sowas. Einfach beim Kumpel, upsa, jetzt habe ich ihn fallen lassen, auf das Portal setzen und einfach zocken. Also gesammelte Erfahrung, Ausrüstung und sowas speichert sich echt auf diesem Chip hier hinten. Hier sieht man noch, dass der vom Element Wasser ist. Ja, einfach draufsetzen, dann kann man mit dem spielen. Kein Bock auf den, weg mit dem. Und dann haben wir ja hier noch einen anderen kleinen Kumpel stecken. Oh Gott, ich krieg den wieder nicht raus. Boah, der hängt aber echt... Boah, der hängt aber gut drin. Ne, er kommt raus. Er kann sich mir nicht widersetzen. So, ich habe ihn draußen. So sieht der Kleine aus. Wie heißt er? Food Fight? Ja, wirft wahrscheinlich mit Tomaten, so wie es aussieht. Also, den drauf und dann spielen wir mit dem. Ist da zum Beispiel jetzt eine Tür, die nicht passierbar ist, beziehungsweise ein Tor, dann muss man mit so einem grünen, also mit einem Lebens-Skylander durch die Tür passieren. Das heißt, man hat jetzt hier nur Leben und Wasser. Ist man jetzt aber zum Beispiel vor einer Feuertür, braucht man auch noch einen Feuer-Skylander und die muss man sich separat kaufen. Das kostet auch, ich glaube eine Figur kostet 9,99 oder so ungefähr. Da gibt es aber auch Dreier-Packs und diese Adventure-Packs, wie die es oben erklärt hatten. So sieht der hier nochmal aus, könnt ihr ihn nochmal ein bisschen bestaunen. Den finde ich echt cool, ich glaube mit dem werde ich viel Freude im Spiel haben. Und das ist wirklich nahtlos alles, ne? Man spielt jetzt, der ist drauf. Man spielt. Ah, guck mal, da ist eine Lebenstür. Weg mit dem, den drauf, zack, dann kommt der rein ins Spiel. Dann kann man mit dem weiterspielen und eben durch diese grüne Lebenstür hindurch marschieren. So, so viel dazu. Jetzt drehe ich das Teil hier nochmal um. Ah ja, schaut mal hier. Das stimmt, das ist allerdings aus Pappe. Moment. Ja, seht ihr, das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Eierkarton oder sowas. Ja, nicht Eierkarton, in so eine Milchpackung. Und dann kann man hier eben seine Dinger, seine Fallen draufstecken. Es soll wohl auch noch ein neues Element in Skylanders geben. Also in diesem Skylanders, Trap Team. Welches das ist, weiß man aber noch nicht. Das heißt, ich guck mal, was es denn für Elemente gibt. Es gibt, Moment, wirst du scharf? Maschine, Wasser, Leben, Geist, glaube ich. Oh, was ist das? Erde oder Boden oder so. Also hat verschiedene Elemente. Magie, Feuer. Und das da weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele Elemente. Und leider, wie gesagt, gibt es auch nur Türen, die man mit verschiedenen Trapmastern passieren kann. Und da braucht man die eben. Also mehrere von denen. Das hier ist die Spielverpackung. Ist noch zu. Yeah, sieht richtig nach Spaß aus. Ich mag solche Spiele. Komplett in Deutsch, genau. Das Spiel ist wirklich komplett in Deutsch. Das heißt, es ist vertont. So sieht diese Packung von hinten aus. Genau, das kennen wir ja schon. Fang Böses und Fessel Gutes. Das ist so genial, ey. Ich werde richtig viel Spaß damit haben. Und pünktlich ab Montag werde ich ein Let's Play zu diesem Spiel aufnehmen. Da dürft ihr euch drauf freuen. Was laber ich denn? Das ist eben gar nicht eingeschweißt. Das ist offen. Für was sollen sie es denn einschweißen, wenn es denn so verpackt ist? Genau, so sieht die Blu-ray aus. Ja, richtig nice. Da freue ich mich auf Montag, wenn ich vom Nachtdienst komme. Muss auch gleich zum Nachtdienst. Aber vorher wird das Video noch hochgeladen. Beziehungsweise ich lasse es hochladen, während ich arbeite und schalte es dann irgendwann demnächst frei. Muss ja nur mit dem Handy kurz online und dann passt die Sache. So, jetzt hole ich hier gerade... festgeklebt hier. Muss das denn immer so sein? Ich kaufe mir auch den nächsten Stativ, Leute. Also von daher, bitte einfach nur ein bisschen Geduld bei meinem nächsten Unboxing. Ich lege euch mal kurz ab. Das geht so nicht. Einen Moment. Ach, komm schon. Tada, ich hab's. So, jetzt haben wir hier noch dieses kleine Paket oder was auch immer das sein soll. Ich mach's gerade mal auf. Gott, ich muss da noch das ganze Zeug hier aufräumen. Meine Freundin wird das Spiel übrigens auch spielen, denke ich. Die mag solche Spiele. Und ich glaube, ab Skylanders Giants oder Swap Force kann man auch springen im Spiel. Das heißt, man konnte davor nur rumlaufen und angreifen. Und es ist eben auch möglich zu springen. Halt, nicht da dran kleben. Nicht da. Es klebt da dran. Oh nein. Warum klebst du? Ich muss mich noch mal kurz ablegen. Nein, bitte nicht kaputt gehen. Nein, es ging nicht kaputt.
Okay, ich hole jetzt einfach mal alles da raus. Flaps. Also, was haben wir hier? Aufkleber und zwei Kärtchen. So. Hier steht auch, was der so für Attribute hat. 100, 100, 180, 120. Der hat 60, 60, 80, 140 Glück. Und was ist das andere? Moment mal. Ah, Bewegung, Verteidigung wohl und Angriffskraft. Oder Energie oder was auch immer. Genau, also das ist hier Snapshot als Karte. Und Foodfight, der richtig lustig aussieht, so ein kleiner Igel mit einer Tomate. Ha, ich werde dich mit Gemüse bombardieren. Und noch so Aufkleberchen. Mit einem Code, keine Ahnung, was das soll. Mit dem Code hier. Ah ja. Ne, was steht hier? Ist ja wurscht. Werde ich dann gucken, was ich mit dem Code machen kann. Und hier haben wir ja noch dieses... Boah, ist das cool. Ich lege euch noch mal kurz ab. Tut mir leid, Moment. Ich bin wieder da. Ich habe es noch mal kurz hingelegt, richtig. Ja, es steht hier noch das Bügeleisen im Weg. Es ist jetzt hier diese Skylanders Trap Team bla 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 Karte, wo man alles aufkleben kann. Sorry. Ja, sieht schick aus. Von der anderen Seite ist nichts bedruckt, glaube ich. Ne, seht ihr, ist weiß. Schickes Zeug. Großer Inhalt. Ist viel drin in dem Paket, für 60 Euro ist das vollkommen in Ordnung. Nur leider kommt man eben nicht drum herum, sich neue Skylanders zu kaufen. Finde ich schade, aber egal, so macht man Geld. So macht man ganz leicht Geld und ich werde mir auch ein paar Figürchen noch dazu holen. Und wir sehen uns dann spätestens am Montag, wenn es heißt, Willi zockt für euch Skylanders Trap Team. Und mit dem hier werde ich anfangen, da bin ich mir schon mal ganz sicher. Ich zeige euch nochmal die Figürchen ein bisschen. Foodfight. Tada! Gut, ich hoffe, mein Unboxing-Video hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Kommentiert mein Video fleißig. Ja, das ist mein Daumen. So geht das. Daumen hoch. Gibt es einen speziellen Button bei YouTube? Nein, ich will euch nicht für dumm verkaufen. Tut mir leid. Und ja, wenn ihr Spaß hattet, Daumen hoch. Kommentiert mich. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt von mir, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Dann erhaltet ihr immer per E-Mail eine Benachrichtigung und werdet auch auf der YouTube-Startseite benachrichtigt, dass ich neue Videos für euch parat habe. Bis die Tage, Leute. Haut rein.